Hallo zusammen, hier ist wieder Euer Tellar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Erfolg, das wir einmal hier unter Quests und dann Shadowlands finden. Und dieses schimpft sich Hamsterer von Torghast. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Nutzt Gegenstände, die Zahnbrecher aus dem Portal nach Torghast zieht. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier, im Schlund, und zwar hier oben auf den Koordinaten 30, 13. Und ganz wichtig für das Achievement, brauchen wir einen Venti-Angriff. Und bei diesem Venti-Angriff ist es so, dass diese Angriffe hier im Schlund insgesamt 3,5 Tage halten. Heißt, die gehen immer am Mittwoch bei ID-Reset los, gehen dann bis Samstag 21 Uhr. Und von Samstag 21 Uhr bis wieder zum ID-Reset ist der nächste Angriff. Es gibt insgesamt 4 Angriffe, heißt, der Venti-Angriff ist halt für eine halbe Woche alle 2 Wochen. Ja, also ihr habt eine halbe Woche, alle 2 Wochen dafür Zeit. Jetzt ist es aber so, dass nicht bei jedem Ventier-Angriff das Event da ist, das wir benötigen, um diesen Erfolg zu machen, sondern bei mir hat es jetzt tatsächlich 3 Events gedauert, also insgesamt 6 Wochen, bis der richtige Kollege da ist. Denn wir brauchen hier oben, wo ich stehe, ne, an dieser Plattform, brauchen wir den Zahnbrecher. Und dieser Zahnbrecher ist nur da, wenn wir oben auf der Mauer, nachdem wir hier Prinz Renatal angequatscht haben, eine Quest bekommen. Und zwar heißt das, oder die Quest, Zahnbrechers Fanclub. Ne? Also ihr quatscht Prinz Renatal an, dann kriegt ihr 4 Daily Quests oder 4 von diesen Weekly Quests zur Auswahl. Und eine davon muss halt Zahnbrechers Fanclub sein, und nur dann steht Zahnbrecher hier und nur dann könnt ihr das Achievement machen. Wie gesagt, bei mir hat es jetzt 6 Wochen gedauert, bis es mal da war, könnte bei euch jetzt auch ein Weichen sein. So, wie funktioniert das? Wir haben die Quest Zahnbrechers Fanclub, der Typ steht hier beim Ventier-Angriff und dann fängt er an, hier in das Portal nach Torghast immer reinzufingern und Sachen rauszuziehen. Und jetzt ist es so, dass wir insgesamt mit 10 Gegenständen benutzen müssen, die er hier rauszieht. Das kann ein bisschen dauern. Er zieht nämlich teilweise hier eine Anima-Orb rauf. Die könnt ihr dann anklicken, wie in Torghast an sich auch. Bekommt ihr irgendwelche Bonis. Und zwar seht ihr, ich habe zum Beispiel eine Orb angeklickt gehabt und kriege hier einen Bonus mit 20% mehr Schaden. Das hält dann einfach noch 10 Minuten oder so. Dann, was er hier noch rauszieht, sind Urnen. Die sind auf dem Boden, auch wie in Torghast. Die könnt ihr einfach zerstören. Und alle diese Dinge bringen euch hier einen Fortschritt. Das kann einen Ticken dauern, bis ihr den Balken auffüllt. Schlichtweg, weil es halt dauert, dass er hier Zeug rauszieht. Das allermeiste, wie ihr seht, zieht er Mobs raus. Alle paar Minuten zieht er dann einen Anima-Boni raus. Diese Orb könnt ihr anklicken und die können auch alle benutzen. Bei diesen Urnen, die er rauszieht, die er zerstört, kriegt nur derjenige, der quasi die Urne umhaut, den Credit. Wir haben das teilweise in der Gruppe gemacht, das hat leider nicht funktioniert. Also Anima-Boni können alle benutzen, Urnen kann halt leider nur, kriegt halt nur derjenige den Credit, der dementsprechend hier die Urne zerstört. Am besten macht ihr es dementsprechend so, dass ihr schaut, dass ihr auf einem Server kommt, wo möglichst wenig Leute da seid, dass ihr euch nicht gegenseitig das Zeug wegklaut, dann ist es eigentlich kein Stress. Ich habe jetzt so 20, 30 Minuten war ich jetzt hier gestanden, habe dann die 10 Sachen voll bekommen, das ging eigentlich voll klar. So, jetzt gucken wir mal, ob der noch hier irgendwie mal was rauszieht, was ich euch zeigen kann. Jetzt war es irgendwie 2 Minuten, dass er gar nichts rausgezogen hat. Ich denke mal, viel länger will ich jetzt hier tatsächlich nicht nur rumstehen. Glaubt mir das einfach, Urnen und Orbs, die klickt er an und dann habt ihr das fertig. Wie gesagt, 20 bis 30 Minuten dauert das Ganze. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Euer Tellar, bis zum nächsten Mal. Ciao.